Oha, ich merke schon, musikalisch finden wir nicht mehr zueinander. Da hilft auch meine schiefe Interpretation von Black Sabbath nichts. Louis Pavelics Herz schlägt einfach bedingungslos für den Schlager. Jetzt zeichnet er hier in Dörentrup auch noch seine erste Talkshow auf. Unser Schlager, unser Leben. Auf Schlagerparadies TV. Alles neben seiner Gesangskarriere. Die jungen Leute würden sagen, er hasselt. Wie macht er das bloß? Wo kommt dieser ganze Antrieb eigentlich her? Ich habe mir das so zu Herzen genommen, dass ich auch diese ältere Zielgruppe ansprechen möchte, weil irgendwann, Bartha, sind wir ehrlich, irgendwann sind wir alle nicht mehr da, ne? Und aber dann die älteren Menschen, die dürfen ja nicht vergessen werden, so. Und deshalb ist so dieser volkstümliche Schlager ist meins, so der Enkel für alle mit Hemd und Sakko und schicken Schuhen, so. Ich möchte einfach, ja, als junger Mensch für die Älteren da sein. Louis sorgt dafür, dass die Alten nicht vergessen werden. Denn immer wenn du bei mir bist, dann spür ich, dass es Liebe ist. Liebe, Sehnsucht und schöne Landschaften. Ich verstehe schon. Beim Schlager kann man einfach mal die Sorgen des Alltags vergessen. Aber da muss doch eine Schicht unter der Buttercreme sein. Die harte Kruste der Realität. Kann Schlager auch politisch funktionieren? Ja gut, man kann schon ein bisschen was bewegen, wenn man richtige Text hat oder man muss sagen auch griechischer Wein. Ich habe das erlebt, dieses Gefühl, wenn man die Sprache nicht kennt, keine Freunde hat, man allein im Ausland ist, wo man keine Sprache kennt und dann gehst du in eine Kneipe, wo du hörst die Sprache aus deinem Land. Dann bist du gleich so, ach, endlich mal eine, mit dem ich ein paar Worte wechseln kann. Also ich habe auch Lieder, die sozialkritische Themen ansprechen. Was wäre das denn? Was ist dir da wichtig? Also mir ist zum Beispiel die Ungerechtigkeit in der Bevölkerung so. Also wir haben ja so eine Zweiklassengesellschaft, aber das darf man nicht gezielt in einem Schlager ansprechen. Da muss man dann so ein bisschen durch die Blume drüber singen. So, das ist schon okay. Aber ich möchte jetzt keine politischen... Wie singt man denn erhöhte Steuern für Reiche durch die Blume im Schlager? Na, so würde ich das jetzt nicht singen. Nein, aber... Ach, schwierig. Ich drücke dir nachher mal meine CD in der Hand, ja. Und da wirst du genau zu so einem... Das höre ich mir ganz genau an und dann mache ich da eine Analyse. Ja, sehr gut. Dann hat er dich sekundenschnell enttarnt. Ich wollte es nicht glauben. Vielleicht muss ich das auch gar nicht verstehen. Im Schlager ist halt kein Platz für griesgrämige Prodderköppe. Mein Herz will Louis sicherlich nicht gewinnen. Es gibt da ganz andere Menschen, die ihm wichtig sind. Louis lässt sich nicht von seinem Weg abbringen. So viel Durchhaltevermögen muss doch selbst einem alten Showhasen wie Bartha Illitsch imponieren. Und der hat seinerzeit Dampfplaudertaschen wie Dieter Thomas Heck erlebt. Louis wäre früher, der wäre aus dem Holz geschnitzt gewesen, das auch in den 70ern gepackt zu haben. Und der hätte auch bei Dieter Thomas Heck gestanden und einfach... Du hättest das gerissen? Ich sag ja, ich bin zur falschen Zeit geboren. Also wenn ich damals gelebt hätte, das Interesse gehabt hätte mit dem Schlager, man weiß ja nie, wo die Reise hingegangen wäre. Meine Reise durchs Schlagerparadies geht heute jedenfalls zu Ende. Lande ich auch mal bei Louis auf der Talk-Couch? Wohl eher nicht. Aber auf eine Couch zum Reden muss ich nun sicherlich.